21 und hast im Monat wie viel zur Verfügung? Viel. Was also ich würde sagen, ich habe einfach keine Einschränkungen, ich kann alles machen, was ich möchte und ich gebe bestimmt im Monat ein paar tausend Euro aus. Thema jetzt. Prunkprinzessin. Ohne Papa wärst du nichts. Bitte? Was für ein Auto? Ich habe keinen Führerschein. Ich fahre immer Taxi. Ich finde es einfach nur schön, mein eigenes verdientes Geld auszugeben und nicht das von Mama und Papa. Genau. Ja. Du lässt dir alles in den Arsch stecken, denkst du, du bist jetzt besser als ich? Ich bin auch 21 und ich bin im Gegensatz zu dir schon im vierten Semester im Studium. Ich brauche nicht mit dir zu diskutieren, weil mein IQ ist zu hoch für dich. Dir würde ich einen Hahn zudrehen. Du müsstest erst mal 6 Jahre zum Schönheitschirurg, damit du aussiehst wie Flair. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Sendung Prunkprinzessin. Ohne Papa wärst du nix. Ich sag's gleich nochmal, man versteht richtig schlecht. Also Thema heute, Prunkprinzessin, ohne Papa wärst du nichts. Mein erster Gast, ich glaube, das passt relativ gut zu ihr. Sie heißt Fleur und ich freue mich, dass sie hier ist. Fleur! Ich muss erstmal direkt was sagen dazu. Und ja. Zwar, Prunkprinzessin ohne Papa wärst du nichts. Ich würde sagen, ich habe in meinem Leben schon viel erreicht. Ich habe Abitur gemacht und so. Und ich habe vielleicht eine gute Unterstützung oder so, aber ich bin auf jeden Fall was auch ohne meinen Papa. Okay, aber ja. wir reden über deine finanzielle Situation und die entsteht durchaus und eigentlich ausschließlich durch deine Eltern. Ich glaube, das kann man so sagen. Du hast ein ziemlich dickes Budget im Monat. Ja, geht. Also ich habe keine Einschränkungen einfach. Ja, und mit den Einschränkungen ist so eine Sache. Also du bist 21 und hast im Monat wie viel zur Verfügung? Viel. Was also ich würde sagen, ich habe einfach keine Einschränkungen. Ich kann alles machen, was ich möchte und ich gebe bestimmt im Monat ein paar tausend Euro aus für mich, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. So, und nun ist es ja so, Fleur, du hast ja zwar vor dem Jahr Abi gemacht, da gratuliere ich auch zu, aber Abi ist ja noch nichts, was Geld bringt. Das ist was ein guter Weg dahin ist, aber noch bringt es keine Kohle. Also ja. Wer gibt dir das Geld? Ja, meine Eltern. Also, ohne Papi wärst du nix. Ich bin einiges ohne meinen Vater. Wir reden über die finanzielle Situation. Ach so, du als okay. Mensch meine ich nicht damit. Ja, ich rede wirklich über die Art, die Finanzen zu verwalten. Also es geht nicht um die menschliche Ebene hier, ist ja klar. Mhm. Nun sag mal bitte, wie kann es sein, dass deine Eltern dir so ein Leben so leichtfüßig ermöglichen? Ja gut, ich würde sagen, ist ja ganz normal. Also Eltern machen ja alles für ihre Kinder, oder? Also ich meine, ist ja klar, dass man, also ich meine, ist ja nicht so, dass ich ja nichts leiste. Ich meine, ich bin zur Schule gegangen, ich werde anfangen zu studieren und ist doch klar, dass die Eltern einen dann unterstützen, oder? Ja, das kann ich alles total nachvollziehen. Würde ich für meine Kinder genauso machen, haben meine Eltern für mich auch gemacht, aber trotzdem haben sie mir nicht im Monat ein paar tausend Euro gegeben. Ja, gut. Also das ist bitte, der Unterschied. Tut mir leid. Ja, und so. Fleur. Muss es gar nicht. Ja. Ich habe es ja, weil meine Eltern das nicht getan haben, mich aber trotzdem relativ gut verwöhnt haben, mir aber dadurch vermittelt haben, bevor ich keine eigene Leistung bringe, und da reicht das Abitur eben noch nicht, habe ich es begriffen, dass ich viel tun muss, damit ich mir einen bestimmten Lebensstandard erlauben kann. Glaubst du, dass du diese Kurve auch kriegen wirst irgendwann? Ja, mit Sicherheit. Also ich bin auch selbstständig. Ich model nebenbei ein bisschen und habe auch schon ein paar Moderationsjobs gemacht und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hundertprozentig auf eigenen Beinen stehen kann, aber sage ich ganz ehrlich, kann ich nicht, aber das wird auf jeden Fall so sein. Mhm. Man sagt, es gibt, also ich weiß es so aus dem eigenen Umfeld, Menschen, die sehr viel, viel, viel Geld haben, neigen oft dazu, wenn sie ein bisschen mitdenken, ihre Kinder trotzdem zu reglementieren finanziell, um ihnen zu vermitteln, wie der Wert des Geldes ist. Das tun deine Eltern nicht so ganz. Hast du keine Angst, dass deine Wertschätzung fürs Geld verloren geht? Nee, nicht so wirklich. Also ich würde sagen, ich kann schon gut mit Geld umgehen, auf jeden Fall. Ja? Also nein, ja, geht. Wie ist denn das, wenn du zu deinen Eltern gehst? Also ist es so, dass sie dir sagen, hier ist eine Kreditkarte, mach damit, was du willst? Oder zahlen sie dir Bargeld aus? Oder wie funktioniert das bei dir? Nee, ich habe freie Verfügung. Aber hast du ein Konto, wo sie Geld einzahlen oder wie? Nee, ich habe freie Verfügung einfach über... Aber wo liegt das Geld? Es muss ja irgendwo unterm Teppich, unterm Kopf, ach so, auf der Bank. Also nochmal die Frage, hast du eine... Ja, ich kann einfach mit der EC-Karte so zahlen, mit der Kreditkarte zahlen. Haben sie dir also kein eigenes Konto eingerichtet, sondern du kannst an das Konto deiner Eltern? Ist es... Ja.
Also bei mir ist halt die Sache so, bei mir, mein Vater ist verstorben und ich mache das halt mit meiner Mutter. Okay, also, ja. Das heißt, du hast eine gemeinsame Kontovollmacht mit deiner Mutter zusammen? Ja. Sozusagen. Aha, okay. Was hältst denn du davon, oder andersrum, es gibt ja viele Menschen, die vielleicht für deine Situation kein Verständnis haben oder andersrum für deinen Umgang mit deinem Geld zum Beispiel oder dem Geld deiner Eltern in dem Fall. Ne? Was sagst du denen denn? Es gibt einfach verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenslagen und die haben halt ein anderes Gefühl für Geld und haben eine andere Verfügung und das ist halt bei jedem anders. Aha. Also da hast du definitiv recht, aber was ist dein Ziel für später? Was würdest du eigentlich gerne mal machen? Weiß ich noch nicht genau. Weil du sagtest, du willst studieren, du hast halt Abi jetzt. Das heißt, ja, ich möchte BWL machen, das ist irgendwie so eine gute Grundlage, denke ich. Da kann ich in viele verschiedene Bereiche gehen und ab dem Wintersemester studiere ich BWL. BWL, okay, ja. Aber Job konkret weißt du noch nicht unbedingt? Nee, weißt du noch nicht genau. Also so. Ich möchte irgendwas ja, Kreatives machen oder so. Bitte? Irgendwas Kreatives machen oder so, mal schauen. Frage also. Ja, ich habe quasi zwei Fragen. Erstmal, hast du einen Job, also machst du irgendwas? Jetzt nicht dein Model, sondern richtig arbeiten irgendwas. Also ich habe jetzt keinen festen Job, aber ich ich habe halt immer so Gelegenheitsjobs, sowas wie Modeln, kommt halt drauf an, wie die Einträge, wie die Aufträge reinkommen. Na gut, wenn man aber dort arbeiten nichts, kann. Aber jetzt wo ich jetzt jeden Tag reingehe. Mein Job ist mein Studium. Okay, mein Job war meine Schule und ab Wintersemester ist es mein Studium. Ja, und das Zweite ist... Das ist ja auch ein Fulltime-Job. Das Zweite ist... Machst du dir nicht irgendwie Gedanken oder schämst dich nicht ein bisschen, wenn du so viel im Monat verprasseln kannst? Nö, wieso soll ich mich denn schämen? Nee, weil, schau mal, ich zum Beispiel... Also ich engagiere mich auch sozial und so auf jeden was Fall. Was machst du denn? Fleur, was machst du denn, wenn du sagst, du engagierst dich sozial? Also zum Beispiel in Heidelberg gibt es so ein Frauenhaus und da spende ich immer meine alten Klamotten hin. Und nein, aber das sind ja nicht ausgetragen. Das sind ja nicht... Hallo, das sind ja nicht... Naja, Moment. Ich glaube, die sind nicht schlecht, die Klamotten, oder? Nee, ich meine, das sind ja nicht ausgetragene Sachen oder so, sondern das ist ja auch was Gutes. Weißt du, das tut ja auch was Gutes an Leute, die jetzt nicht so das Budget haben, groß shoppen zu gehen oder so. Das ist auf jeden Fall was Gutes und da habe ich auch schon ausgeholfen und so. Und dann, das ist ja ehrenamtliche Arbeit, dafür kriegst du ja nichts. Nee, also ich finde das gut. Also man tut was und engagiert sich dann für andere Leute. Ich finde das super, ja. Oder? Und wenn du Zeit hast und so, macht man das gerne. Also das ist gerne. Schon mal nicht schlecht. Aber du sagst, eigentlich muss man, wenn man so privilegiert groß wird, vielleicht noch einen Tacken mehr leisten ja, oder für die Gesellschaft mehr leisten. Ich habe meinen Eltern auch viel zu verdanken. Ich bekomme auch viel von denen, habe das Auto finanziert bekommen und so. Hätte ich gar nicht selber hinbekommen. Aber irgendwann ist da so ein Moment, wo du denkst, ja, irgendwas musst du doch machen. Da musst du irgendwas alleine herkommen. Und jetzt bin ich unter der Woche, bin ich Pizzalieferant am Wochenende, manchmal sogar freitags und samstags. Bin ich die ganze Nacht am Arbeiten, bis die Sonne aufgeht. Und davon bezahle ich mir dann das, was geht, dass ich ein bisschen ja, was zurückgeben kann. Sekunde, ich will mal meinen nächsten Gast Luisa dazu holen, weil ich glaube, das Leben, was du führst, das kann sie sich selber für sich nicht vorstellen. Ob sie es nicht will oder ob sie es einfach nur nicht hinkriegen würde, das weiß ich jetzt nicht, soll sie erzählen. Herzlich willkommen, Luisa. Hallo. Hi, Luisa. Fleur hat ein sehr privilegiertes Leben offensichtlich, aber dadurch, dass ihr Vater ihr natürlich auch viel vererbt oder vermacht hat und Mama es eben auch freimütig teilt, ja? Wie findest du das? Also ich muss erstmal zu dir sagen, du hast eigentlich gar keine Ahnung vom Leben, du weißt gar nicht, wie es ist, überhaupt wie schwer es ist, Geld zu verdienen, ja? Und mit Taxi die ganze Zeit rumzufahren, also ob du jetzt Angst hast, am Steuer zu sitzen oder neben Steuer, ist genau dasselbe, ob er jetzt einen Autounfall baut oder nicht. Ja, aber so habe ich die Verantwortung nicht, weißt du? Ja, was so doch trage ich die Köpfe. Ja, also. Ich habe ja nie behauptet, dass ich eigenständig bin, aber ich würde ganz ehrlich sagen, du hast keine Ahnung von meinem Leben und ich habe keine Ahnung von deinem Leben, weißt du? Ja. Es gibt halt gewisse Dinge, die du nicht in meinem Leben kennst und ich kenne halt dein Leben nicht. Aber erzähl doch mal, was ist denn in deinem Leben so? Ganz ehrlich, ich teile mir mein Geld auf, weißt du? Ich muss mich versorgen, ich muss meine Tiere versorgen, ich muss Rechnung zahlen. Und ich wohne alleine, weißt du? Und du wohnst bei Mama oder bei Papa. Und was arbeitest du? Ich mach gar nichts. Ich mach gerade meine Schule zu Ende. Okay, und von was lebst du? Von dem, was von du machst? Von Hartz IV.
Ja, okay, gut, dann bist du ja auch nicht so eigenständig und stehst auf deinen eigenen Beinen. Ja, wenn du von Hartz IV lebst, dann stehst du dem Hartz IV genau das gleiche, wie wenn ich von meinen Eltern gesponsert werde, dann bist du vom Staat gesponsert. Guck mal, ich bin wenigstens auf der Suche, ich bemühe mich, ich habe Ferienjobs gemacht, ich habe alles gemacht. Weißt du, was ich meine? Was machst du für eine Schule? Gesamtschule. Guck, und ich mache Abitur, mit 19 habe ich Abitur gemacht. So, ja, na und trotzdem, du lässt dir alles in den Arsch stecken, denkst du, du bist jetzt besser als ich oder irgendwas. Ja, und aber ich würde mal sagen, ich verdiene in meinem Leben mehr Geld als du, also im Monat verdiene ich auf jeden Fall mehr Geld. Was kriegst du denn Hartz IV? Ey, warte mal. Ich verdiene auf jeden Fall im Monat mehr Geld als du mit deinem Hartz IV, ja? Ganz ehrlich, wie kannst also 500 Euro im Monat verdiene ich mit Sicherheit selber. Ganz ehrlich, wie kannst du überhaupt stolz sein? Ich verdiene, du verdienst gar nichts, weil du tust nicht mal null dafür, okay? Ja, also, woher bist du? Ich muss sagen, ich muss einmal im Monat aufstehen, um so viel zu verdienen oder mehr, wie du dein Hartz IV bekommst. Ja, tut mir leid, ich meine, das ist so, du könntest genauso gut arbeiten gehen und Schule machen. Das machen so viele Leute, es gibt Abendschule, sonst was. Kannst du tagsüber arbeiten und dann dein Leben warum finanzieren. Denn? Ich mach doch erst meine Schule. Wieso? Aber dann liegst du doch auch meinen Eltern auf. Du legst meinen Eltern genauso auf der Tasche. Warum deine Eltern? Weil du Hartz IV empfängst. Ja, na und? Du liegst doch, ist doch scheißegal. Ich tue wenigstens was dafür. Ich versuche meinen Arsch zu bewegen. Ich lasse mir nicht alles in den Arsch stecken. Du versuchst deinen Arsch zu bewegen, wenn du Hartz IV empfängst. Aha. Ja, na und? Sehr interessante Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sitze nicht da und das ist echt heftig. Ich tue nichts. Luisa, du hast, das muss man vielleicht nochmal auch erklären, im letzten Jahr, glaube ich, wie viele Bewerbungen geschrieben? 38 waren es, glaube ich, oder? Bestimmt, ja. Ah, oder mehr sogar. Ja, ohne Abschluss ist halt schwierig, was zu bekommen, ne? Ich bin ja wenn sie Gesamtschule gerade macht, dann ist es halt schwierig, eine Bewerbung irgendwas hinzukriegen. Jetzt muss man eine Sache sagen, Fleur, du bist ja sehr stolz auf dein Abitur. Das kann ich auch verstehen. Das ist ja auch eine schwierige Nummer, das erstmal zu kriegen. Man muss sehr fleißig sein. Nee, das hat gar nichts mit Stolz zu tun. Für mich ist es Normalität, also dass ich ein Abitur habe. Aber ich meine, sie soll mir nicht erzählen, dass ich nichts mache. Ich glaube, ich habe härter geackert in meinem Leben als sie mit ihrem. Was hast du denn gemacht? Ach, entschuldige mal, Abitur zu machen ist auf jeden Fall anstrengender, als in die Gesamtschule zu gehen und keine Ahnung was. Also, um das alles zusammenzuzählen, Mann. 8-9 Stunden. Und hast mal irgendwas getan, dich hin und her bewegt, hin und her gerannt? Irgendwas? Hast du irgendwas gemacht? Nein. Aber ich muss wie kannst du hier sitzen und einen auf High Society machen, nur weil du ein bisschen mehr Geld hast als ich? Also ich möchte es doch gar nicht, aber ich sag dir ganz ehrlich, du hast nichts geleistet in deinem Leben, worauf du stolz sein kannst, wenn du auf Hartz IV bist und sagen, du stehst auf eigenen Beinen, darauf kann man nicht stolz sein, ganz einfach. Scheißegal. Also damit leistest du nichts einfach, verstehst du das? Vielleicht darf ich euch einen kleinen Gedankensprung mitgeben. Man muss ganz klar sagen, dass junge Menschen, die ein Abitur machen können, oftmals das Abitur deshalb machen können, weil ihre Eltern ihnen ermöglicht haben, diesen Weg zu gehen. Und mir tut es unheimlich leid, weil ich weiß, dass sehr viele Leute, die eben Hauptschule und so weiter haben, dass die vielleicht von Haus aus nie die Chance bekommen haben, überhaupt sich diesen Gedanken leisten zu dürfen, so weit zu gehen. Und das ist eigentlich schlimm genug. Also deswegen. Ja, aber wenn man auf Hartz IV lebt, dann muss man ja auch nicht irgendwie arbeiten oder so. Du weißt, hat man direkt so viel Freizeit und kann lernen und Abitur machen. Also Luisa, du weißt, das heißt aber nicht, dass sie Hauptschulabschluss auf Abitur macht. Moment, du weißt aber nicht, also was Luisa leistet und was nicht, dass sie Hartz IV bezieht. Ja. Also jemand, der sich auf Hartz IV ausruht, ja, der ist für mich durchaus kritikwürdig. Jemand, der Hartz IV als eine Übergangslösung bezieht, aber mit dem klaren Bewusstsein darüber, das ist nur eine Übergangslösung, weil das Elternhaus kein Geld zur Verfügung hat. Ich bin ja auf der Suche, so, ich schreibe ja. Da ist es nicht verwerflich, da ist es eine Sache, die eine ganz andere Grundlage hat. Nur weil du jetzt Abitur geschafft hast, okay? Nein, ich sag's nicht, aber dann sag nicht zu mir, dass ich nichts leiste, verstehst du? Warte bitte, ja? Ich sage nicht, du hast nichts erreicht oder so. Ja, Abitur ist schwer, ist kein Problem. Aber nur weil du Abitur hast, denkst du, das ist jetzt alles, was Fleur hat. Nein, das denke ich überhaupt nicht. Deswegen werde ich jetzt auch weiterhin studieren. Ich möchte und es ist genau so eine Leistung. Luisa und Fleur, ich habe mal eine Sekunde. Was arbeitest du denn? Ich habe mal eine Frage. Luisa, Fleur, kannst du dir vorstellen, weil du sagst, was hat sie geleistet? Eine Sache, die du noch nicht kennengelernt hast, ja? Und kannst du dir vorstellen, was das für ein harter Kampf sein kann, ohne Geld durchs Leben zu gehen? Ja, klar. Nee, hast du gar nicht. Ja, guck mal. Keine Ahnung, ich meine, ich habe das jetzt nicht selber erlebt, aber ich habe das bei anderen Leuten erlebt. Und, bei wem denn? Bei deinen Freunden, oder? Na ja, bei Bekannten auf jeden Fall. Ja? Ich habe genau so eine Freundin, die ist, die hat ein Kind bekommen, dann hat sie ihren Realschulabschluss auf der Abendschule nachgeholt, hat ihr Kind morgens in den Kindergarten gebracht, ist arbeiten gegangen und hat sich genauso hart erarbeitet. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das respektiere ich wirklich, wenn jemand was leistet, aber wenn jemand mit 19 einen Gesamtschulabschluss macht und dann zu mir sagt, ich wäre faul und würde nichts leisten, ich habe mit 19 mein Abitur schon gemacht dann, und auch noch auf Hartz IV lebt. Ja, aber trotzdem schlägt doch deine Mutter dir das Geld zu. Ja, und hat meine Mutter Mathe für mich gelernt? Ja, na und ist doch ja,
Also, weißt du, ich meine? Ich bin auch 21 und zwar gerade erst letzte Woche geworden und ich bin im Gegensatz zu dir schon im vierten Semester im Studium. So viel zu du leistest was. Ich wollte gerade mal sagen, das ist übrigens aber auch der normale Weg. Man macht mit 18 oder 19 Abitur und geht dann kurz danach zur Uni und ist dann in der Tat, ja, also so eine Mörderleistung ist das nicht, ein Abitur zu haben, wenn man 21 ist. Ja, das sage ich auch gar nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit 19 gemacht. Natürlich und hast einfach, du doch gerade gesagt, ich habe im Gegensatz zu dir. Warum Ich hole mal ganz kurz noch Jelis. Merkt ihr einen Satz? Ich hole mal einmal Jelis dazu. Herzlich willkommen, Jelis. Jelis, ich brauche dich jetzt, weil ich glaube, du bist so ein bisschen unser vermittelndes Glied zwischen den beiden, weil die beiden behaken sich sehr. Denn es gibt wirklich bei den beiden sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Ja, guck mal da jetzt. Aber du sagst selber auch, solange ich nicht arbeiten gehen muss, momentan. Ja, momentan. Ja, weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen soll. Also ich wusste noch nicht, wie soll ich es erzählen? Also beruflich bist du. Beruflich noch, jetzt, ja. Beruflich bist du noch nicht orientiert. Nee. Jelis, du bist 18 Jahre alt. Ja. Was hast du bislang gemacht? Ich habe meinen erweiterten Hauptschulabschluss geschafft letztes Jahr. Okay. Das ist, und aber habe danach eine Maßnahme gemacht. Und das halt war eine berufsvorbereitende Maßnahme. Da konntest du alles Mögliche testen in irgendwelche Berufe rein, wo du dann halt sehen konntest, in welche Richtung. Konntest du dich denn schon für irgendwas entscheiden? Ja. Was denn? Gastronomiebereich, Restaurantfachfrau. Ich habe meine Familie, mein Stiefvater in Heidelberg hat 8 Restaurants und ich kenne auch so ein bisschen Gastronomiebereich und ich respektiere auch auf jeden Fall die Leute, die da eine Ausbildung machen und so. Aber ich finde, dass man, ich habe auch schon gekellnert und so. Ach so, und wie lange? Eine halbe Stunde? Ja, das gehört uns ja, verstehst du? Ich meine, ich muss ja nicht, also... Siehst du? Egal, komm, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist ein schwieriger Job arbeiten. Und so, aber ich finde, man muss nicht unbedingt in der Gastronomie, es gibt so viele Studenten, die machen da als Aushilfskellner oder sowas arbeiten, ja. Und ja, okay, ich ganz weiß nicht, ich verstehe das einfach nicht, meine Ausbildung kaufen. Sekunde mal, das ist nicht Moment, so schön. Ein hören. Glas von A nach B zu tragen. Bitte? Ich finde es jetzt nicht so die Herausforderung, ein Glas von A nach B zu tragen. Da kann man doch einfach so arbeiten. Okay, du bist da beim Monat in so eine, ich verstehe das nicht, wie das Arbeitsamt so eine Fleur, Ausbildung dann finanziert. Du bist aber wirklich, sag ich dir nur. Am Tag, ja, was die Kellner machen, will ich dich mal sehen da. Ob du das, ob du den Arsch in der Hose hast, so lange auszuhalten. Bitte, mach mal. Also ich lächerlich. Also alle Leute, Fleur, ich will dir mal zum Thema Gastronomie was sagen. Ja. Du hast ja wirklich eine sehr eigene Meinung. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass du gnadenlos hier dazu stehst, aber dir natürlich Antipathiepunkte der Superlative hier anhäufst, trotzdem dazu stehst, finde ich großartig. Du hast keine Ahnung. Ich kann eins wirklich... Ja. Gastronomie, wenn es irgendeinen Nebenjob während meines Studiums gab, übrigens, das mit den Fotos habe ich auch gemacht, das mit der Moderation, damit verdiene ich seit vielen Jahren mein Geld. Da verdient man halt mehr, ich laufe halt nicht für 7 € die Stunde durch die Gegend, mache ich halt nicht. Ich möchte halt lieber, bin dankbar, nicht mehr, dass ich das gemacht habe, das war das Beste, was ich in meinem Leben tun konnte als Vorbereitung. Playboy, danke. Das war das Beste, was ich tun konnte. War übrigens besser bezahlt, auch als Kellnern. Genau sowas. Ich mache halt nur Sachen, die gut bezahlt werden. Ganz einfach, ich habe halt keinen Bock, Monate was zu arbeiten, für was ich auch, wo ich das Geld auch in 2 Tagen verdienen kann. Okay, weißt du? Also ja, ich will ja nur sagen, also ich persönlich finde Kellnern ist ein super Geld Job. Verdienen, weißt du? Schlau sein. Ich mich halt nackt machen, nur damit ich Geld verdienen muss? Ja, und ich halt nackt präsentieren vor anderen Leuten? Jelis, gehst du? Ich werde einen Teufel tun. Obwohl es meinen Stimmbändern gut täte. Gehst du arbeiten momentan? Nee, zurzeit nicht. Ich war letztes Jahr arbeiten. 6 Monate habe ich einen Nebenjob gemacht als Kellnerin. Und deswegen rede ich aus Erfahrung. So, und wer hat gestern gearbeitet? Ich. Super, ich gehe auf die Tür. Die zwei haben nicht gearbeitet, leben vom Amt. Wer hat
gestern gearbeitet und hat sie eventuell... Was? Nee, ich mag nur so. Ich habe gestern ein Shooting gehabt. Hübsch gemacht. Nee, es ging schon 7 Stunden, aber ist ja auch scheißegal. Ich habe gestern gearbeitet, ihr nicht, okay? Deswegen müsst ihr mir auch ganz, was haltet ihr mir denn was vor, wenn ich gestern arbeiten war? Und ich meine, ich verdiene so viel. Vor. Gestern habe ich vielleicht so viel verdient, wie die im Monat verdient. Geil, trotzdem. Guck mal, du bist stolz drauf, ja? Aber ja, ich bin stolz drauf. Natürlich bin ich stolz drauf, wenn ich was verdiene. Ja, und das eigentlich klar, wenn ich du kriegst den Arsch gesteckt, ja? Klar, natürlich. Wie viel hast du denn verdient gestern? Die sitzen mir nach Hause gekommen und haben gesagt, Georgina, ich bin auch so faul und gehe auch nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, damit ich eine geile Figur habe und gut aussehe und ich es auch machen kann. Ich gehe auch nicht einmal in die Fitnessstudio. Nein, aber ist so. Ja, und das ist doch körperliche Anstrengung. Guck doch mal an, Mann. Ja, na und, Alter, nur körperliche Anstrengung. Okay, so dumm zu sein wie du, Alter. Hausflur Fleur oder wie du heißt. Blume. Fleur. Die Blume. Die Blume. Die Blume, ja. Und Fleur. Französisch die Blume. Entschuldigung, ich wollte nur 2 Fragen an dich stellen. Also die erste Erstmal, Frage... wie viel hast du gestern verdient? Das möchte ich jetzt nicht. Nein, ey, doch, ich das war meine Frage. Also, muss ich doch. Ein guter Moderator stellt die Fragen. Diese Antipathie ist unfassbar. Diese, das ist einfach nur Neid, das ist so eklig. Sag mal, das ist so eklig, das kann ich nicht. Nein, wenn ihr zu mir sagt, das ist vollkommen lächerlich. Entschuldigung. Vollkommen lächerlich, dass du zu mir sagst, ich muss aber gerade machen. Das ist doch so, oder? Okay. Setz euch nochmal, ich weiß, setz euch nochmal. Ich arbeite so, ich mach das, weil ich gerade keinen Bock habe zu keinen, aber trotzdem verdiene ich trotzdem Geld. Ich bin voll überanstrengend, außer Nein, darum geht's nicht, aber ich muss doch nicht körperlich auf dem Bau arbeiten, wenn ich Geld verdiene. Luisa, mein Schimmel ist leider schon so weg. Und Fleur. Und ihr alle, nimm alle die Finger runter. Ja noch jemand, ich will meinen nächsten Menschen, Gast haben. Ich schwöre, ich habe noch andere Gäste, die wirklich auch, ich sag mal, polarisieren. Also was ich ja persönlich für die Sendung immer sehr spannend finde.